Meine Freunde, es ist 17:45 Uhr. Und ich das letzte Video aufgenommen habe, war 16:45 Uhr. Aber schließlich habe ich ihn um genau 214 oder 274 unterboten. Auf jeden Fall, er hat 10.400 irgendetwas gehabt, den vorherigen Rekord. Und ich habe 10.200 irgendetwas. Heilige Guacamole-Pfeife. Ist das hart gewesen? Ich bin fast schon gewillt, das nochmal zu probieren, um den nochmal unterbieten. Aber wirklich, der Lauf war perfekt, okay? Er hat nicht einen einzigen Fehler gehabt. Ich bin nie jetzt aufgehangen. Also ich glaube kaum, dass man das überhaupt noch schneller schafft. Aber wir machen wieder mit Luigi's Fettuccini. Ist das etwas zu essen? Ich hoffe es mal. Weil Mild-Tacos tun auch noch etwas zu essen. Du weißt schon, dass du einen Effekt am Luigi selber kannst du auch machen. Herzerwärmende Spinne! Geräuschkulisse. Na, hätten wir das jetzt nicht mehr schaffen die ganze Zeit? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Hallo? Wer hat so gesagt? Ich, also. Ja, ich bemerke das, aber ich bin immer noch leicht gereizt vor dem Rekord vorher. Wo ich probiert habe zu brechen. Yay. Okay. Der Level hat erstaunlich viel Spass gemacht. Muss ich tatsächlich mal sagen. Probieren wir mal Rekord zu brechen. Ist ein Witz gewesen, ist ein Witz gewesen. Wir haben noch sogar noch Zeit für Dengel. Dengel. 8 von 204 Versuchen. Keine Beschreibung. Dang. Dang, what the fuck. Zum Glück nicht Mängel, oder das wäre etwas schlimmer. Ach! Ja, wenn dem so ist, dann ja. Dann furzt sich doch auf dich. Egal was du machst, wenn du so etwas bringst. Niemals den Rennknopf drücken lassen. Obwohl ich eigentlich durchgehend, wirklich ohne Unterbrechung, immer den Rennknopf drücken. Wirklich. Oh! Ja, Logo ist. Ich weiß eine Idee, das mal zu behalten. Ich habe das ja vorher gesehen, was denke ich eigentlich? Ich habe gerade auf den Bildschirm geschaut. Das ist eine schlechte. Aber das ist eine Entschuldigung für meine Ignoranz. Für das gibt es keine Entschuldigung. Nein! Ei.
Nein! Dann wird mir schon eine Blase in der Schädel rein. Nein, wie? Soll ich dort weiterkommen, wenn es reingeht, irgendwie? Irgendwo, irgendwann. Ah, nein, stimmt, ich darf ja nicht, weil sonst muss ich ja wieder von vorne. So, ich habe keinen Bock drauf. Also, Mängel wäre tatsächlich passender gewesen. Warum jetzt ein Kind? Wieso? Muss man da irgendwie durchrushen? Oder wie kommt man sonst weiter? Ich meine, ich kann mich kaum bewegen, wenn ich in dem Wind rein bin. Ich kann mich auch so kaum bewegen. Aber wenigstens komme ich noch nach rechts. Wenn ich in dem Wind rein bin, dann bewege ich mich gar nicht. Und wenn ich auf Springen drücke, dann bewegt er sich auch gar nicht. Okay, der ist schlecht gewesen. Und der ist noch schlechter gewesen, zugegebenermaßen. Das wäre irgendwie geil gewesen, wenn ich den Panzer noch in der Luft wieder gefangen hätte. Ja! Aber nur, wie ich gesagt habe, es wäre cool, musst du mich nicht gerade nochmal einen Versuch lassen, das zu machen. Ich bin nicht an den Feuerball gestorben, das ist schon mal etwas. Hat jetzt, ja, ich weiss. Schon wieder so ein Heideglück bei diesen Hotheads. Aber die Stürme, die Wind, die bringen mich noch um den Verstand. Und das meine ich nicht mal so positiv, wie es jetzt gerade tönt. Hetz. Nein, bleib doch drin! Gott. Es hat mal geheißen, an einem Goomba kann man nicht sterben. 2 Sekunden später bin ich in einen Goomba reingelaufen. Das beschreibt so quasi meinen Kanal. Eigentlich ein recht einfacher Level. Ein recht schwerer Level. Aber an der einfachsten Sache stirbe ich. Einfachste Sache stirbe ich. An der ungefährlichsten Sache. Stirbe ich. Zum Beispiel Hotheads oder. Quasi Beatles. Andere Richtung schiessen. Ich würde auch sagen, hey, muss man dir das alles erklären?
gibt zwei Knöpfe für Springen in dem Spiel. Flieg doch! Der Sturm blasen aus dem Grund. Normalerweise würde ich jetzt einen doppeldeutigen Witz machen, aber nein! So. Man sieht sich. Ich mache den Level trotzdem noch. Der andere, der ist nie passiert.